Dieser Bitcoin-Miner kostet nur 3 US-Dollar pro Stück. Sie werden Bitcoin für 3 US-Dollar erhalten können. Guten Morgen, guten Abend, guten Tag, wo auch immer Sie sind, wann immer Sie sind. Vielen Dank, dass Sie meine Videos ansehen. Mein Name ist Da Vinci. Ich bin hier in Dubai in the Pipe 5x5. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Oh Mann. Nun wissen Sie, es gibt nicht viel los auf den Märkten. Bitcoin ist weitgehend seitwärts gelaufen und es gab schnelle Spitzen hier und da, aber wieder zurück zu dem Punkt, den ich Ihnen bereits gesagt habe, dass er zum 26.000-Dollar-Mark zurückkehren wird. Also müssen wir uns nur einige Nachrichten ansehen und dann schnell die Charts durchgehen. Und wenn Sie am Handel interessiert sind, können Sie natürlich auf 2bit.davincij15.com handeln. Die Links finden Sie unten in der Beschreibung, aber lassen Sie uns schnell zu den Nachrichten springen. Kleiner 3-Dollar-Bitcoin-Miner wird keine Bank machen, aber darum geht es nicht. Taschengröße. Bitcoin-Miner sind ein Statement gegen die Geheimhaltung und Exklusivität der Bitcoin-Mining-Branche, so die Investoren. Nun ja, mangelnde Leistungsfähigkeit von Bitcoin-Mining-Geräten sollte als ein Statement gegen das Bitcoin-Ökosystem angesehen werden, argumentieren seine Investoren. Mikro-Bitcoin-Mining-Geräte, oft Open Source und taschengroß, bedienen einen Teil des Marktes und bieten Käufern ein vollständig montiertes Gerät oder ein Do-it-yourself-Kit zum Bitcoin-Mining an, so billig. Also eine Firma, Bitmaker, dass man eines für nur 3 Dollar herstellen könne und dabei 50 Kilo Hashes pro Sekunde erreichen könne. Nochmal. Kilo Hashes pro Sekunde. Ich lese das offensichtlich falsch. 50 Kilo Hashes pro Sekunde. Nein, nein. No. Hier ist der Witz, richtig? Wenn wir hier hingehen. Dieser Antminer, richtig, der kostet Sie etwa, nun ja, er kostet 4.000 Dollar. Für 4.000 Dollar. Richtig, bekommen Sie für 3 Dollar, Sie verlagern die Dezimalstellen. Für 3 Dollar 70 Dollar, das sind 4 Dollar, erhalten Sie ein ganzes Terahash. Pro 4 Dollar, Terahash. Okay, Sie verstehen, was das bedeutet. Der Terahash ist eine Billion Hashes pro Sekunde im Vergleich zu den 50.000 Hashes pro Sekunde, die Sie hier anbieten. Das ist um Größenordnungen unvorstellbar hoch. Tatsächlich ist es so wenig für dieses Gerät, dass ich eine ganze Menge davon habe. Diese speziellen Miner, ich habe sie gekauft, als sie als erste auf den Markt kamen, als die ersten von 6. Schauen Sie sich das an. Dieses Ding hier. Dieses Ding, USB. Ich habe eine ganze Menge davon und wissen Sie, wie viele Hashes pro Sekunde es hat? 300. 330 Megahashes. Millionen von Hashes. Während dieses Ding 3 Dollar kostet, oder? Vielleicht sollte ich das für 3 Dollar verkaufen und dieses hier und das andere hier ist 50 Kilo Hashes. Ich habe hunderte von diesen Dingen. Ich könnte sie für viel Geld verkaufen. Wenn Sie es für 3 Dollar verkaufen, 50 Kilo Hashes. Jesus. Dieses Ding ist nutzlos, denn selbst 330 Megahashes sind nichts im Vergleich zu einem Terahash. Das ist Billionen. Also nicht Milliarden, richtig, sondern Billionen, das nächste Level über Billionen. Tatsächlich ist dieses Ding in den Billiarden. Dieser eine Miner ist ein Billiardenminer, ein Quad. Quad.
Und die meisten Menschen verstehen das Konzept von Zahlen einfach nicht. Wenn wir diese Zahlen sagen, bedeutet das nichts für sie. Aber wenn sie, sagen wir mal, $100,000 pro Tag ausgeben würden, kämen sie nicht auf 1 Milliarde, nicht auf 10 Milliarden in ihrem ganzen Leben, niemals. Diese Zahlen, wenn sie von Billiarden sprechen, sind diese Zahlen für ihren Verstand kaum vorstellbar. Im Vergleich dazu sind selbst diese Mega-Hashes, richtig, also weiter mit Coinbase, richtig? Sie schaffen einen neuen Krypto-Leihdienst, der auf große Investoren ausgerichtet ist. Coinbase hat in den USA einen neuen Krypto-Leihdienst für institutionelle Kunden geschaffen, um die Lücke zu füllen, die durch das Scheitern von Firmen wie Genesis und BlockFi entstanden ist. Und sie wissen, die Leute werden trotzdem dorthin rennen, weil sie einfach dumm sind. Und ich verstehe das. Ich habe auch BlockFi als einen Ort erwähnt, an dem sie Geld einzahlen können, und habe in der Vergangenheit Links bereitgestellt, weil es einfach zu lukrativ war, aufgrund des Geldes, das sie angeboten haben. Richtig? Und es ist keine gute Idee, weil es nicht nachhaltig ist. Das habe ich bereits erwähnt. Ich habe zahlreiche Beispiele gegeben. Ich habe sogar neben dem Link in der Beschreibung eine Erklärung dazu gegeben, warum Sie hier bei BlockFi vorsichtig sein sollten, weil das nicht nachhaltig ist, während dieses Leihsystem, richtig, alles, was es tut, sagen wir einfach, Sie möchten Ihre Krypto ausleihen. Wird jemand Ihr Bitcoin nehmen und ein Unternehmen gründen, das Ihnen mehr Bitcoin einbringt? Nein, sie werden es tatsächlich auf dem Markt verkaufen, den Preis senken und sie in die Liquidation zwingen. Benutzen Sie Ihren Verstand. Also bitte versuchen Sie nicht, Ihr Bitcoin zu verleihen, sich gegen Ihr Bitcoin zu verschulden oder Zinsen auf Ihr Bitcoin zu verdienen. Denn sie wissen, dass das als nächstes kommt, richtig. Sie wissen, dass sie das bald auf dem Boden für BlockFi tun werden. Also kommen wir schnell zur TA für heute. Sie sehen, dass Bitcoin in einem Abwärtstrend ist und die wahrscheinlichste Richtung ist, dass Bitcoin nach unten ausbricht. Suchen Sie nach einem Anstieg, bevor das passiert. Richtig, es gibt viele Fehlausbrüche hier, aber Bitcoin ist auf dem Weg nach unten. Das war ein Fehlausbruch. Ich dachte nicht, dass er so groß sein würde, aber das ist passiert. Und wir sind zurück in der 26.000-Dollar-Zone. Wir sind jetzt ein wenig darunter, BE5 und 20.700 und $23. Das wird kein leichter Ausbruch sein, denn das ist eine Unterstützungszone. Und Sie können sehen, dass Bitcoin irgendwann wieder steigen wird, sobald es auf $20.000 fällt. Denn $20.000 sind wie ein Ausverkauf. Ethereum wiederum muss mindestens auf etwa 1.470 zurückkehren, bevor wir eine Erholung sehen. Und wenn man sich das Tageschart ansieht, ist es noch schlimmer. Sehen Sie, dass dieses Ding zurückkommen könnte. Bis zu 1200, um die Tiefststände erneut zu testen und zu sehen. Ja, das ist der eigentliche Tiefpunkt. Also seien Sie darauf vorbereitet für dieses schlimmste Szenario. Am wahrscheinlichsten ist, dass wir einen Rückprall irgendwo zwischen dem 78,6 haben, was immer noch $1.200 entspricht, und dem 88,6, und hoffentlich haben wir vielleicht Glück, und Bitcoin, ich meine Ethereum, wird sich bei 1.360, was einem 61,8 von diesem großen Schritt entspricht, abprallen. Das wäre eine sehr positive Aussicht für Ethereum, wenn das passieren würde. Es wäre also sinnvoll, ein Risiko einzugehen und diesen Bereich zu kaufen, weil Sie sehen können, dass es hier eine Verbindung gibt zwischen diesem.
Ausbruchlevel und dieser erneuten Testung dieses Levels dort. Also ist es ein einfacher Kauf, vielleicht ein Risiko von 2% einzugehen. Also machen Sie das. So geht das. Ein Risiko von 2% ist genau hier. Ein wenig höher als 2%. Und dann können Sie bis zu einem 3:1 Risiko-Chancen-Verhältnis gehen. Und da haben Sie es. Lassen Sie diesen bestimmten Handel einfach laufen, wenn er fällt. Keine Garantien von der Geschäftsleitung. Es ist einen Versuch wert. Mal sehen, was passiert. Also das war's für heute. Ich hoffe, Ihnen hat die heutige Folge gefallen. Stellen Sie sicher, dass Sie Gefällt mir klicken, abonnieren Sie und wir sehen uns morgen. Tschüss.